Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Bei mir ist gerade der neue Amazon Kindle eingetroffen. Das ist jetzt die erste Version, die auch in deutscher Sprache in Deutschland erhältlich ist. Und ja, kostet 99 Euro. Die subventionierte Variante mit Werbung, wie in USA, für 79 Dollar gibt es hier nicht. Hier hat man keine Werbung drauf, zahlt dafür dann 99 Euro. Und ja, wir wollen den neuen Kindle mal auspacken. Der Amazon Kindle wurde ja vor 2 Wochen in etwa angekündigt in den USA, New York, auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem Amazon Kindle Fire und dem Kindle Touch. Die letzten beiden werden in Deutschland wohl erstmal nicht erscheinen, man kann sie nirgends vorbestellen und beides ist auch US-only bei Amazon.com. Aber wir haben jetzt in Deutschland endlich so einen Kindle hier, einen richtigen Kindle, ohne Touchscreen, für 99 Euro. Und den haben wir jetzt schon. Dann hat Amazon auch eine eigene Verpackung hier gleich. Und was haben wir hier? Ah, hier haben wir ein Handbuch. Ist auch in verschiedenen Sprachen. So wie es scheint, haben wir hier hauptsächlich nur den Kindle und so ein Micro-USB zu USB-Anschluss, darüber wird der Kindle auch aufgeladen. Ein Netzteil ist hier sonst nicht dabei. Nein, und das war's hier im Karton. Man muss ihn also über einen Computer aufladen, aber ihr habt sicher auch haufenweise Netzteile rumliegen, die damit funktionieren. Und sonst kann ich eigentlich sowieso jedem so einen Stecker hier, so ein Netzteil empfehlen mit mehreren USB-Anschlüssen. Ich habe hier 2, es gibt auch welche mit 4 oder mehr. Ich glaube, der kostet so um die 20 Euro von Belkin ist das. Jedenfalls kann man darüber dann mehrere Smartphones, Tablets oder was auch immer aufladen. Ja, das ist der Kindle. Viel mehr ist eigentlich nicht in der Packung drin. Wir machen mal die Folie hier ab. Wir haben hier ein 6 Zoll Display. Das war's auch schon. Keine Tastatur oder sowas. Die Version mit einer Tastatur kann man natürlich auch immer noch kaufen, auch von Deutschland aus. Der Kindle hier ist ziemlich leicht, 170 Gramm und es ist deutlich leichter als ein Buch. Also ziemlich klein, wie man hier sieht. Ich habe mein 7 Zoll Tablet hier, das HTC Flyer. Da sieht man noch den Unterschied, 6 Zoll zu 7 Zoll. Und der Kindle hier ist natürlich deutlich, deutlich leichter als das Flyer. Oder auch mal ein 8 Zoll Tablet. Das Arcos 80 G9. Ist natürlich auch deutlich größer als das Kindle hier. Ja, starten wir es doch einfach mal an. Da müssen wir noch einen Powerbutton finden. Gibt es ja extra einen. Wir gehen einfach mal um das Gerät herum. Wir haben hier, das sieht wie ein Zurück-Button aus, ein Button für die Tastatur, ein Menü-Button, ein Home-Button und hier so ein 4-Wege-Joystick oder wie man das nennen möchte, mit einem Button in der Mitte als OK-Knopf oder zum Auswählen. Dann haben wir hier an der Seite 4 Buttons zum Blättern, also zum Seitenumblättern. Hinten haben wir nichts weiter. Hier haben wir den Micro-USB-Anschluss und hier, da verbirgt sich nichts weiter. Ja, das ist der Amazon Kindle. Heißt übrigens nur Amazon Kindle. Dahinter steht in Klammern 2011. Und ist er schon an? Ich denke, er ist schon an. Gehen wir mal auf Home hier. Oder muss man ihn jetzt wirklich erst anschließen? Na, ich vermute, man muss ihn erst... Ah, hier hinter verbirgt sich doch kein Anschluss. Ich hätte vielleicht das hier lesen sollen. Das hier ist der Power-Button. Und hier blinkt jetzt auch ein LED. Der Kindle wird also eingeschaltet. Das ist jetzt mein erster Kindle wieder hier mit einem E-Ink-Display. Natürlich hatte ich schon auf dem iPad und so Apps. Jetzt lädt er hier.
Wie gesagt, wir haben jetzt 2 GB Speicher drin. Das sollte so für 1400 Bücher reichen. Das ist auch genug, denke ich. Wir haben hier keine Lautsprecher oder sowas. Man wird also keine Hörbücher hier drauf hören können, was bei den vorherigen Kindles der Fall war. Da konnte man dann Bücher bei Audible kaufen und auch hierauf dann hören. Das geht jetzt mit dieser neuen Version hier nicht. Dafür kostet es eben auch nur 99 Euro. Und da haben wir auch schon das erste Mal eine deutsche Benutzerführung. Das wollen wir doch. Ich glaube, hier sind jetzt meine Amazon-Login-Daten schon einprogrammiert. Zumindest konnte ich hierfür schon Bücher kaufen von Amazon.de, bevor der Kindle erhältlich war. Jetzt lädt er hier. Vielleicht werden wir mal beim WLAN die Onscreen-Tastatur testen, denn wir haben hier keine Tastatur dabei, auch kein Touchscreen. Man muss es also wie bei einer PlayStation oder bei einer Xbox dann einzeln die Buchstaben auswählen. Ja, mit WLAN verbinden. Mal schauen, was er hier so Tolles findet. Ja, er müsste noch meins finden. Da haben wir es auch schon. Verbinden. Die Tastatur drücken. Jetzt nur mal schauen. Das ist jetzt nicht mein Passwort, aber das ist ziemlich lang. Dafür schaltet die Kamera gleich aus, damit ihr nicht mitschauen müsst. Ich gebe einfach mal Hallo ein. Mit der Tastatur hier kann man natürlich keine langen Texte schreiben, aber ich denke, wenn man es nur einmal fürs WLAN braucht und vielleicht nur das ein oder andere Buch zu suchen, dafür ist das auf jeden Fall okay. Man kann hier, ist nicht zu unkompliziert hier das zu schreiben. So, da habe ich das Passwort auch eingegeben. Ging eigentlich recht schnell. Jetzt sind wir hier mit dem WLAN verbunden und ich glaube, der Kindle synchronisiert gerade da oben. Da haben wir es auch schon. Sie sind jetzt mit dem Wi-Fi verbunden. Er hat mein Konto erkannt, dieses Konto verwenden. Einrichtung abgeschlossen. Doch, gehen wir mal zum Kindle Shop. Und jetzt lädt er. Und hier haben wir auch schon ein paar Bücher, die wir auswählen können. Ich habe hier schon einige drauf, da ich die Kindle-App schon auf einigen Tablets verwendet habe. Aber hier, das ist die normale Kindle E-Book-Bibliothek von Amazon. Ich denke mal, wenn wir auf Home gehen, kommen wir aus dem Shop raus und sind wir hier auch. Haben hier eine Willkommensnachricht. Die wird jetzt geladen. Da wird der Kindle erklärt. Da kann man hiermit vermutlich umblättern. Jupp. Aber dann gehen wir auch mal wieder raus. Und starten wir mal ein Buch. Kann man natürlich alles gut lesen hier. Natürlich nicht im Dunkeln beim E-Ink-Display. Das sieht doch ganz gut aus. Und wenn ich mich nicht irre, wurde die Refresh-Rate hier im Vergleich zu den vorherigen Kindles deutlich erhöht. Nicht bei jedem Umblättern erscheint das schwarze Display hier. Hier war es jetzt einmal, was passiert nicht jedes Mal. Es ist also deutlich schneller und angenehmer geworden als bei den ersten Kindles. Ja, das ist der Amazon Kindle E-Book wieder. Jetzt auch in Deutschland erhältlich für 99 Euro. Macht einen ziemlich guten Eindruck für 170 Gramm hier. Ist deutlich einfacher damit zu lesen als mit einem schweren Tablet, vor allem mit 10 Zoll Tablets, die ja meistens über 600 Gramm wiegen. Ja, wenn ihr ein Gerät sucht, nur zum E-Bücherlesen, dann scheint der Kindle hier ganz in Ordnung zu sein. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ein nettes Gerät.